bin die Maggie, ich bin 31 Jahre alt und ich lebe jetzt seit 12 Jahren in München und seitdem gehe ich wahnsinnig gerne in die Berge und es wird immer mehr. Ich bin die Anja, ich bin 31 und bin ein richtiges Münchner Madel. Freiheit bedeutet für mich, dass ich jederzeit in die Richtung laufen kann, in die ich laufen möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr das Richtige, meinen Kurs zu ändern. Für mich bedeutet es sehr viel, mit Maggie zusammenzulaufen, weil wir einfach ein sehr gutes Team sind. Wir können uns immer aufeinander verlassen und wir unterstützen uns einfach immer gegenseitig, bleiben zusammen. Über den Gore-Tex Transalpine Run wissen wir eigentlich vor allem, dass es mit einer der härtesten Etappenläufe der Welt ist. Wir haben noch nie ein mehrtägiges Rennen absolviert. Das wird sozusagen das erste Mal, dass wir 7 Tage unter solchen Belastungen stehen werden. Unsere Ziele sind auf jeden Fall eigentlich nur das Durchkommen. Wir wollen gerne am 7. Tag am Fuße des Orts da über die Ziellinie laufen und das gemeinsam und gesund. Die Ausrüstung ist meines Erachtens sehr wichtig, vor allem wenn man 7 Tage unter solchen Belastungen steht. Es ist wichtig, dass man eine Jacke hat, die, ich sag mal, am besten komplett wasserdicht ist, egal wie lange es regnet. Und ein Schuh, der einfach einen guten Grip hat unter verschiedenen Bedingungen. Mein erster Traum ist, dass Maggie und ich zusammen den Transalpine Run finishen. Und dass ich einfach ganz lange noch diese Dinge tun kann, die mir wirklich Spaß machen. Abenteuer und Arbeit unter einen Hut zu bringen, ist für mich nicht immer leicht. Man muss sich die Zeit schon bewusst nehmen. Also Abenteuer passieren nicht zufällig. Ich glaube, man muss schon auch danach suchen.